Leute, das Thema Migrations- und Asylpolitik beschäftigt uns momentan so sehr wie schon lange nicht mehr. Nach dem mutmaßlich islamistischen Anschlag in Solingen schreiben diverse Medien, Anschlag befeuert Asyl- und Sicherheitsdebatte oder in der Asylpolitik verschärft sich der Ton. CDU-Chef Friedrich Merz fordert sogar die Erklärung einer nationalen Notlage. Schon im April hat Innenministerin Faeser bei der Vorstellung der Kriminalstatistik gesagt, Integration stößt an ihre Grenzen. Das in der Kombination mit hohen Zuwanderungsraten sei der Grund, wieso die Zahl der Straftaten besonders unter Menschen mit Migrationshintergrund steigen würde. Und es geht nicht nur um Kriminalität. Letztes Jahr hat es auch noch solche Schlagzeilen hier gegeben, wie Flüchtlingskrise steigert Wohnungsnot. Lange Zeit hatte ich das Gefühl, das sind Schlagzeilen, die primär ältere Menschen beschäftigen. Und ich dachte, junge Menschen sind trotz allem noch ziemlich bei. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Vielleicht lag ich da falsch. Laut der Trendstudie Jugend 2024 ist das Thema mittlerweile auch bei den 14- bis 29-Jährigen angekommen. Die Studie sagt, dass 41%, also 2 von 5 Leuten, sich Sorgen machen, dass Flüchtlingsströme zunehmen. Und das ist eine krasse Steigerung. Vor 2 Jahren hatte das der Studie zufolge nur knapp halb so viele junge Menschen beschäftigt. Ich glaube, bei der Europawahl hat man gesehen, dass das Thema etwas ist, was Menschen über alle Gesellschaftsschichten hinweg polarisiert. Und ich glaube auch jetzt bei uns Jugendlichen. Und ja, auch ans Ergebnis der EU-Wahl musste ich denken, das hat ja auch viele überrascht. Super viele Medien hatten über den ominösen Rechtsruck junger Menschen berichtet. Und auch die Ergebnisse der Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen bestätigen, junge Menschen wählen rechts. Von den 18- bis 24-Jährigen wählten in Thüringen 38% und in Sachsen 31% die AfD. Dabei sind laut der Trendstudie junge Menschen eigentlich, mehr als die ältere Bevölkerung, daran gewöhnt, in, Zitat, international und multiethnisch geprägten Kreisen zu leben. Immerhin hat bereits ein gutes Drittel der jungen Generation in Deutschland selbst einen Migrationshintergrund. Also woher kommt jetzt plötzlich dieser Wandel? Warum machen sich offenbar viel mehr junge Menschen Sorgen darum, dass mehr Geflüchtete zu uns kommen? Und inwiefern spielt da die AfD mit rein? Die Antworten findet ihr in diesem Video. Wir starten rein. Let's go. Ihr wisst ja, mit Studien ist das immer so eine Sache. Jede Studie bildet immer nur einen Teil der Realität ab, auch die Trendstudie Jugend. Zum besseren Verständnis haben wir mit Kilian Hampel, einem der Macher der Studie, gesprochen. Und wir haben mit 4 von euch Interviews geführt und darüber geredet, was junge Menschen gerade besorgt und beschäftigt. 3 von euch, Alexander, Daniel und Ferdinand, teilen die Sorge, dass immer mehr Geflüchtete zu uns kommen. Eine, Emmy, tut das nicht. Dieses Video ist also ein Versuch einer Erklärung für das, was gerade bei jungen Menschen abläuft. Wir haben uns hier rangewagt, weil wir es wichtig finden, Themen anzusprechen, die als kontrovers gelten und vielen auch unangenehm sind. Wir wollen aber einen Anstoß geben, sich mit den Sorgen von jungen Menschen zu beschäftigen. Wenn ihr die Dinge vielleicht völlig anders seht, haut uns direkt einen konstruktiven Kommentar unter das Video. Wir wollen hier natürlich auch die Meinung unserer Community abbilden. Bitte bleibt in den Kommentaren aber fair und sachlich, persönliche Anfeindungen oder ähnliches dulden wir nicht. Leute, in der Trendstudie Jugend von diesem Jahr findet ihr jede Menge Themen, die junge Menschen beschäftigen. Ganz besonders aufgefallen ist uns aber die Sorge vor einer Zunahme von Flüchtlingsströmen. Okay, jetzt könnte man annehmen, dass junge Menschen einfach befürchten, dass mehr Menschen ihre Heimat verlassen müssen. Nach Auswertung der ganzen Studie mit weiteren Fragen zum Thema Migration gehen die Forschenden jedoch davon aus, viele junge Menschen haben tatsächlich Sorge vor mehr Flüchtlingen in Deutschland. 2023 hat der Wert laut der Studie noch bei 25% gelegen. Man sieht also einen tendenziellen Anstieg. Ich sage tendenziell, weil in der Studie nicht jedes Jahr die gleichen Menschen befragt werden, sondern immer unterschiedliche. Um einen richtigen Meinungsumschwung festzustellen, hätte man natürlich die gleichen Befragten immer wieder fragen müssen. Fakt ist aber, dass sich 2024 in der aktuellen Studie gut 2 von 5 der Befragten Sorgen vor einer Zunahme an Flüchtlingsströmen gemacht haben. Unterstützt wird es auch durch das Ergebnis einer Befragung im März 2024 durch das Meinungsforschungsinstitut YouGov. Es hatte fast 6000 Menschen zwischen 16 und 26 Jahren in Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, Griechenland und Polen befragt. Und hier wurde das Thema Migration mit 36% sogar zum drängendsten Problem auf europäischer Ebene gewählt. Und wir haben auch selbst eine Insta-Umfrage gemacht und das Ergebnis zeigt, das Thema Migration beschäftigt viele von euch. Ich habe das Gefühl, dass es unter den Leuten so die Meinung hervorschwebt, dass die Flüchtlinge eine Belastung seien. Auf jeden Fall bekommt das immer mehr Medienpräsenz. Und deswegen beunruhigt es auch einen mehr. Und ich muss da sagen, dass es mich selbst auch dadurch ein bisschen skeptischer macht mit der aktuellen Richtung von der Regierung. Es ist auch völlig selbstverständlich und dass wir denen helfen.
Nur man merkt, dass irgendwie unsere Hilfe in den letzten Jahren irgendwie an ihre Grenzen kommt. Das waren Alexander, Ferdinand und Daniel. Alexander ist 21, aus NRW, aktiv in der SPD und in einer Gewerkschaft. Ferdinand ist auch 21 und studiert in Bayern Psychologie. Und Daniel, ebenfalls aus Bayern, ist 16 und ist aktiv in der Jungen Union im Jugendrat. Die drei haben sich für unseren Insta-Aufruf gemeldet, bei dem wir Leute gesucht haben, die über ihre Sorge vor mehr Geflüchteten in Deutschland sprechen möchten. Die Trendstudie hat übrigens noch mehr Positionen zum Thema Migration abgefragt. Und auch die Ergebnisse gehen in die gleiche Richtung. Zum Beispiel, inwiefern die Befragten der rechtspopulistischen Aussage, der Staat kümmert sich mehr um Flüchtlinge als um hilfsbedürftige Deutsche, zustimmen. Rund die Hälfte stimmten voll und ganz bzw. eher zu. Kleiner Disclaimer, man muss dazu sagen, dass der Wert auch schon in der Shell-Jugendstudie von 2019 ähnlich hoch war. Jedoch haben nur 26% der Aussage, ich finde es gut, dass Deutschland viele Flüchtlinge aufnimmt, voll oder eher zugestimmt. Sind junge Menschen jetzt also rechter als früher? Kilian Hampel, Doktorand an der Uni Konstanz, ist einer von drei Autoren der Studie. Er sagt dazu, dass junge Menschen vermehrt die Sorge haben, dass mehr Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Das liegt aber nicht daran, dass junge Menschen jetzt irgendwie auf einmal rassistischer oder ausländerfeindlich sind. Nein, es gibt zwar rechtspopulistische Aussagen, denen junge Menschen zustimmen, aber die sind in den letzten Jahren gar nicht so stark angestiegen. Das haben wir auch in unseren Interviews gehört. Also ich würde nicht sagen, dass das daraus stammt, weil die rassistisch so sind. Ich denke nicht, dass es auf Rassismus beruht. Ich glaube, da ist vor allem eher unsere Generation einen großen Schritt weiter als jetzt unsere vergangenen oder unsere Eltern und Großeltern. Die Sorge um größer werdende Flüchtlingsströme ist laut der Trendstudie, ich habe es eben schon gesagt, auch vor dem Hintergrund zu betrachten, dass eine jüngere Bevölkerung gewohnt ist, in internationale und multiethnisch geprägten Kreisen zu leben. Die Studie sagt, dass ein Drittel der jungen Generation eben selbst einen Migrationshintergrund hat und deswegen allgemein eine große Toleranz für unterschiedliche kulturelle, religiöse und soziale Lebensformen hat. Wir haben also auf der einen Seite die Sorge vor mehr Geflüchteten, aber auf der anderen auch ein international geprägtes Bewusstsein. Widerspricht sich das nicht? Woher kommt das dann? Warum sorgen junge Menschen sich so um die Zunahme von Flüchtlingsströmen und sehen Migration mittlerweile kritischer? Wir haben da zusammen mit unseren Gesprächspartnern ein paar Erklärungsansätze erarbeitet. Um die aber gleich verstehen zu können, müssen wir uns anschauen, in welcher allgemeinen Situation junge Menschen aktuell leben. Am meisten überrascht hat mich wahrscheinlich, dass die psychischen Belastungen weiterhin auf so einem hohen Niveau liegen. Wir als Forscherteam sind davon ausgegangen, dass diese durch Corona sehr stark kamen, aber auch wieder abflauen werden. Stand jetzt sehen wir davon überhaupt nichts. Im Gegenteil, sie steigen eher noch weiter an. Dazu kommen laut der Trendstudie neben der Sorgen um Migration oder der Sorge um den Klimawandel noch viel größere Sorgen. Es geht um was anderes, nämlich wirklich um eine begründete Sorge bei jungen Menschen, dass ihr Wohlstand noch mehr gefährdet ist und dass es ihnen in Zukunft noch schlechter geht. Und das ist ein Thema, das man dringend im direkten Bezug betrachten muss und uns zum ersten Erklärungsansatz führt. Gerade mit Blick auf ihre Finanzen haben junge Menschen momentan massive Sorgen. Da ist dann zum einen Preissteigerung, Inflation, hohe Mieten, aber auch Zukunftssorgen finanzieller Natur. Also Alterssorgen, Sorgen vor Altersarmut oder Zusammenbruch des Rentensystems. Das haben wir auch in unserer Community-Umfrage auf Insta gesehen. Es war krass, wie viele da Inflation, Mieten oder Rente genannt haben. Ich glaube, generell beschäftigt uns am meisten, dass am Ende des Monats das Geld knapp wird und man sich zum Beispiel nicht mehr den Wocheneinkauf leisten kann. Oder eben auch die Miete. Aber gleichzeitig kommt auch dazu, dass eben Investitionen fehlen. Zum Beispiel in die maroden Unigebäude, in die Bibliotheken, aber auch in den ÖPNV. Das ist Emmy Kraft. Sie studiert Jura an der Uni Köln und war vor ein paar Jahren bei Campus Grün. Nun ist sie als Vorständin im freien Zusammenschluss von Studierendenschaften aktiv. Emmy sorgt sich nicht vor einer Zunahme von Flüchtlingsströmen. Was sie jedoch mit vielen, vielen anderen jungen Menschen teilt, sind Sorgen um Geld und Finanzen. Und ja Leute, was soll ich sagen? Auf der Habenseite sieht es aktuell für junge Menschen richtig mies aus. Die Inflation beruhigt sich zwar aktuell wieder, die Preise für zum Beispiel Lebensmittel oder Energie sind aber immer noch vergleichsweise hoch. Und ja klar, es gab da die BAföG-Reform oder die Erhöhung des Kindergeldes. Irgendwie wurde sich von Seiten der Regierung bemüht, junge Menschen finanziell zu entlasten. Schaut man aber mal, wie sich der BAföG-Höchstsatz in den letzten 4 Jahren verändert hat und vergleicht das mit dem Gesamtindex, der die Preisentwicklung bei Nahrungsmitteln, Energie oder zum Beispiel Bekleidung festhält, dann reicht das für junge Menschen hinten und vorne nicht. Und auch in der fernen Zukunft, also wenn es um Rente geht, sieht es absolut nicht rosig aus. Während sich fast jeder zweite junge Mensch Sorgen um einen Zusammenbruch des Rentensystems und Altersarmut macht, hat Ende Mai die Ampelkoalition das Rentenpaket 2 verabschiedet, mit dem wir jungen Arbeiterinnen und Arbeiter kräftig draufzahlen werden. Das Paket
quasi eine Ohrfeige für jede junge Person in Deutschland, haben wir uns mal genauer angesehen und dazu ein ganzes Video gemacht, verlinken wir euch hier. Das klingt also schon alles kritisch, aber ein Thema, das wir hier besonders in den Fokus nehmen wollen, ist der fehlende Wohnraum in Deutschland. Und das sieht man auch in der Trendstudie. 54% der Befragten in der Trendstudie sorgen sich um zu teuren und zu knappen Wohnraum. Das macht es nach Inflation und Kriegen in Europa und Nahost zum drittmeist in der Studie genannten Problem. Noch vor Klimawandel, vor Wirtschaftskrisen und eben auch vor Migration. Ich kenne so viele Menschen, die seit Monaten auf der Wohnungssuche sind und einfach nichts finden, was sie bezahlen können. In der lokalen Studierendenvertretung organisieren wir sogar immer zum Beginn des Semesters eine Notschlafstelle, wo dann Studierende, die eben noch keine Wohnung bekommen haben, also kostenlos auf Isomatten und Luftmatratzen in irgendwelchen großen Hallen übernachten können. Dabei hat die Ampelregierung doch im Koalitionsvertrag so groß angekündigt, dass sie so viele Wohnungen bauen will. 400.000 neue Wohnungen, davon ein Viertel öffentlich gefördert, sollten jedes Jahr neu entstehen. Mitte Mai wurde bekannt, 2023 wurden zum Beispiel nur 295.000 neue Wohnungen gebaut und in diesem und nächsten Jahr sollen es noch weniger werden. Laut dem Institut für Wirtschaftsforschung könnten 2025 insgesamt 750.000 Wohnungen fehlen. Okay, aber wie hängt das jetzt mit Geflüchteten oder Migration zusammen? Wohnraum ist etwas, was jeder Mensch braucht. Die Lage auf dem Wohnungsmarkt ist katastrophal. 750.000 Wohnungen sollen fehlen, unsere Mieten steigen in die Höhe und ihr kennt bestimmt auch Leute, die von Untermiete zu Untermiete hoppen oder einfach wieder nach Hause ziehen, weil sie nichts in der Stadt finden. Auf der anderen Seite hört man, dass pro Jahr hunderttausende Menschen nach Deutschland kommen. Zwar hat die Zahl der Asylanträge im ersten Halbjahr 2024 abgenommen. 2023 waren es mit ca. 350.000, aber so viele wie seit 2016 nicht mehr. Damals wurden rund 750.000 Anträge gestellt. Und dann liest man immer wieder solche Schlagzeilen in den Medien. Oder hört Sachen wie: Zur Unterbringung von Geflüchteten mieten Städte und Gemeinden immer mehr Wohnungen an. Für Menschen mit geringem Einkommen wird es dadurch noch schwerer, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Angesichts dieses Konkurrenzkampfes droht sozialer Unfrieden. In der Summe kommen wir 2022 und 2023 in Richtung 2 Millionen Nettozuwanderer. Und die Bautätigkeit war im letzten Jahr bei 300.000 Wohnungen. Sie wird dieses Jahr vermutlich deutlich niedriger liegen. Das heißt, diese Bautätigkeit reicht natürlich nicht aus, um diese Zuwanderung eben aufzufangen. Da kann ich nachvollziehen, dass man nervös wird und denkt, wenn ich jetzt schon keine Wohnung finde, wie soll das werden, wenn noch mehr Menschen kommen? Daniel sagt zum Beispiel, dass unsere Ressourcen begrenzt sind. Die Thematik mit Integration, mit Unterbringen und so weiter, dass man schon merkt, wir können viel und wir können auch viel schaffen, aber irgendwann ist auch unsere, sind unsere Ressourcen irgendwie am Limit, sei es Geld, sei es Wohnraum. Nicht nur Wohnraum, sondern auch ganz allgemein Geld spielt da eine Rolle. Wenn ich dann irgendwie sehe, dass irgendwie von einem Kumpel die Oma gerade so mit der Rente über die Runden kommt, dass man dann sieht, dass dort irgendwie zu wenig Geld da ist und dann andererseits sieht man oder hört man auch oft, ob das dann wie viel da war, Wahres dran ist, weiß man natürlich nicht. Aber dass Leute hier Schutz und Geld kriegen, die eigentlich überhaupt nicht asylberechtigt sind, dann kann das unterbewusst, glaube ich, schon bei vielen so ein bisschen auch dieses Ungerechtsempfinden aufrufen. Ferdinand hingegen sieht in dem Punkt sogar eine Chance für die Zukunft. Wenn Integration richtig läuft, werden die ja in 3, 5 Jahren in einem Arbeitsmarkt und dann wäre eigentlich das Gegenteil, dass die positiv sind für den Staat. Deswegen ist es eigentlich nur, wenn die faul rumsitzen müssen und dass das dann eher das Problem ist, dass man die halt nicht richtig integriert. Und deswegen habe ich da deswegen direkt keine Sorge. Während also Daniel hier eher Sorgen um Wohlstand hat, gehen da Alexander und Ferdinand nicht unbedingt mit. Trotzdem haben sich alle drei gemeldet, dass sie die Sorge um eine Zunahme von Flüchtlingsströmen teilen. Ein anderer Erklärungsansatz könnte sein, und hier ganz klar die Betonung auf könnte, dass die Kriminalität, die aktuell mit Migration in Zusammenhang gebracht wird, uns oder zumindest manche von uns verunsichert. Bei mir ist es persönlich so, dass ich durch den Anschlag in Mannheim, das war für mich persönlich schon ein angsterregend. Generell ist mir aufgefallen, dass diese Nachrichten, dass das alles mehr wird und ob das jetzt gerechtfertigt mehr wird, also dass die Taten wirklich mehr werden oder ob die Berichterstattung da nur explizit drauf geht, da weiß ich jetzt nicht genau. Aber auf jeden Fall bekommt das immer mehr Medienpräsenz und deswegen beunruhigt es auch einen mehr. Ich muss da sagen, dass es mich selbst auch dadurch ein bisschen skeptischer macht mit der aktuellen Richtung von der Regierung. Wenn man solche diesen Messerangriff auf den Polizisten sieht, was ja uns alle irgendwie schockiert hat,
dann sieht man halt, dass man irgendwie einfach nicht mehr die Kapazität hat, da jeden irgendwie abzuholen. Und das beschäftigt mich schon. Die Anschläge von Mannheim und Solingen, bei denen zwei mutmaßliche Islamisten wahllos Menschen ermordet haben, haben viele schockiert, auch junge Leute. Auch der Tod eines 20-Jährigen im nordrhein-westfälischen Bad Oeynhausen, der nach dem Abiball seiner Schwester mutmaßlich von einem 18-jährigen Geflüchteten aus Syrien totgeschlagen worden ist, hat viel Aufmerksamkeit in den Medien bekommen. Und dann ist da noch die polizeiliche Kriminalstatistik von 2023, die feststellt, die Zahl der Straftaten sind im vergangenen Jahr besonders unter Migranten gestiegen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser sagt dazu, Grund für die Zunahme von Straftaten durch Ausländer sei die erhöhte Zuwanderung. Sie sagt aber auch, 2015 und 2016 seien die Straftaten massiv zurückgegangen, obwohl es viele Zuwanderer in Deutschland gegeben habe. Grund sei damals eine bessere Integration gewesen. BKA-Chef Münch hat dazu erklärt, ein hoher Anteil von Zugewanderten in der Bevölkerung führe nicht automatisch zu mehr Kriminalität. Aber eine hohe Migrationsdynamik, also viel Zu- und Abwanderung in kurzer Zeit, könne zu schwierigen Lebensbedingungen und schlechteren Integrationschancen für den Einzelnen führen und damit die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass er straffällig wird. Solche Entwicklungen bei der Kriminalität haben auch Auswirkungen auf die gefühlte Sicherheit. Ich habe so das Gefühl, dass es da irgendein Problem gibt, wie man ja auch bei den Berichten von der Kriminalstatistik von Faeser sieht, dass es da ein Problem gibt, aber das irgendwie nicht angepackt wird. Das Ding ist nur, die Trendstudie Jugend 2024 hat nicht abgefragt, inwieweit sich junge Menschen Sorge vor Kriminalität durch Geflüchtete machen. Trotzdem hat wahrscheinlich jeder von uns die riesige mediale Debatte darum mitbekommen und die Verunsicherung ist in vielen Teilen der Gesellschaft zu spüren. Okay, und dann gibt es noch einen Erklärungsansatz, bei dem man aber so ein bisschen um die Ecke denken muss. Alexander, der selbst vor 13 Jahren von Russland nach Deutschland gekommen ist, sagt: Ich fühle mich jetzt nicht dadurch bedroht, dass eventuell mehr Menschen nach Deutschland kommen würden. Das gönne ich denen auch. Aber er macht sich Sorgen über gescheiterte Integration. Da habe ich halt persönlich die Sorge, dass wenn die Flüchtlingsströme zunehmen und das nicht vernünftig aufgegriffen wird, beziehungsweise die Leute nicht vernünftig untergebracht werden oder es zumindest nicht so vermittelt wird, als würde man das im Griff haben, dass dann natürlich der Hass oder die Ablehnung gegenüber den Flüchtlingen oder Asylsuchenden steigen wird und eventuell dann auch auf andere Bevölkerungsgruppen sich verbreiten wird. Und darunter bezogen halt auch ich zum Beispiel. Auch Daniel und Ferdinand beschäftigt das Thema Integration. Ich finde es vor allem, dass nicht das Problem ist, dass generell Menschen kommen nach Deutschland, sondern dass die Integration falsch läuft und deswegen dadurch diese ganzen Ängste und Sorgen entstehen, aber nicht direkt, weil Leute so rassistisch sind, weil die keine Leute da haben wollen, sondern dass sie ja nicht richtig eingebürgert werden und dadurch so viele Probleme entstehen, wenn man es nicht richtig macht. Das ist natürlich erstmal eine schöne Sache, dass wir die hier aufnehmen oder es ist auch völlig selbstverständlich und dass wir denen helfen. Nur man merkt, dass irgendwie unsere Hilfe in den letzten Jahren irgendwie an ihre Grenzen kommt, dass man nicht mehr alle so oder nicht mehr allen so helfen kann, wie wir es eigentlich wollen, nicht mehr alle so integrieren kann. Und das ist ein wichtiger Punkt. Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser sagt zu PKS 2023, dass wir aktuell so viel Zuwanderung hätten, dass die Integration auch an Grenzen stoße und schlechter funktioniere. Deswegen gäbe es auch mehr Straftaten durch Ausländer. Grundsätzlich kann man sagen, die Sorge vor einer Zunahme von Flüchtlingsströmen kann durch die unterschiedlichsten Ursachen begründet werden. Da sind also viele Ängste und Sorgen. Schwindender Wohlstand, fehlender Wohnraum, steigende Kriminalität, scheiternde Integration und auch steigender Rassismus. Das sind alles Dinge, die junge Menschen aktuell enorm verunsichern. Kilian Hampel sagt dazu: Viele junge Menschen haben das Gefühl, es geht ihnen gerade schlecht. Der Staat, die aktuelle Politik sollte sich um sie kümmern und nicht um andere Gruppen. Das mag egoistisch klingen, ist aber gar nicht so unlogisch. Junge Menschen fühlen sich also in vielen Bereichen von der Politik übersehen. Dabei hatte zumindest Emmy viel Hoffnung in die Ampel gesteckt. Ich persönlich hatte mir jetzt erhofft, nach 16 Jahren Stillstand mit der CDU in der Regierung, dass die Ampel endlich mal die Sachen anpackt, die liegen geblieben sind und sich wirklich was verändert, spürbar. Aber in der Realität ist es, finde ich, dass man nicht so wirklich was merkt. Stattdessen hat man so das Gefühl, dass sich die KoalitionspartnerInnen gegenseitig blockieren und am Ende leiden immer die jungen Menschen darunter, immer die jungen Menschen, für die am Ende kein Stück mehr vom Kuchen übrig bleibt. Es scheint also ein bisschen so, als hätten Politikerinnen und Politiker vergessen, dass es noch junge Menschen gibt und das frustriert. Die Zufriedenheit junger Menschen mit den politischen Verhältnissen und der aktuellen Politik ist tatsächlich auf einem Rekordtief.
Das liegt zum einen daran, dass viele junge Menschen das Gefühl haben, dass sie nicht wahrgenommen werden, ihre Sorgen gar nicht erst gesehen werden. Zum anderen, dass sie aber auch das Gefühl besitzen, selbst wenn die Sorgen wahrgenommen werden, werden sie nicht ernst genommen. Wenn junge Menschen dann mal ihre Sorgen äußern, wie zum Beispiel über den steigenden Dönerpreis, dann machen sie es auf TikTok, mit einem Hashtag zum Beispiel, wird aber dann nicht wirklich ernst genommen, sondern eher so als jugendliches Hirngespinst abgetan. Eine Studie der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung sagt, 77% der zwischen 16- und 30-Jährigen finden nicht, dass die Politik die Sorgen junger Menschen ernst nimmt. Dass das so ist, hat man zum Beispiel an den Rückmeldungen zu unserem Döner-Video hier gemerkt. Und auch unter unserem Video zum Rentenpaket 2 habt ihr gesagt, wie krass ist es denn bitte, dass anscheinend niemand aus der aktuellen Regierung mehr was auf uns gibt? Das sieht man auch an den Wahlergebnissen. Ich glaube, die Wahlergebnisse sind auch deshalb so deutlich, weil wir Jugendliche irgendwann uns einfach ein bisschen verarscht fühlen. Eine Partei, die scheinbar immer höher bei jungen Menschen im Kurs steht, ist die AfD. Man sieht recht deutlich, es gewinnen die Parteien, die mit jungen Menschen in Kontakt treten. Das kann im digitalen Raum sein, es wird oft über TikTok diskutiert. Ja, die AfD ist verstärkt auf TikTok unterwegs. Es geht aber vor allem darum, mit jungen Menschen überhaupt in Kontakt zu treten. Das heißt, im digitalen oder analogen Raum zu sagen, wir sehen euch, wir hören euch, wir nehmen eure Probleme wahr und wir haben Lösungen dafür. Ein Thema, das die AfD besonders gut aufgreift, ist eben die Zunahme von Flüchtlingsströmen. Das Thema hat die AfD damals quasi groß gemacht. Die AfD hat sich dem Thema Geflüchtete in Deutschland sehr stark angenommen, spricht es konkret an, hat auch eine sehr starke Meinung dazu. Bei anderen Parteien bekommen junge Menschen oft das Gefühl, die umschiffen das Thema eher, reden da nicht komplett klar, während die AfD ganz klar auf Konfrontationskurs ist und sagt, wir wollen nicht, dass noch mehr Geflüchtete nach Deutschland kommen. Dabei spreche die AfD eben genau die Menschen an, die aktuell verunsichert seien. Und das spricht natürlich dann auch die Problematik der AfD an, dass sie gesagt bekommen, hey, wenn jetzt noch mehr kommen, wird es euch in Zukunft vielleicht noch schlechter ergehen. In Sachen Flüchtlings- und Asylpolitik profitiert laut der Trendstudie aber aktuell nicht nur die AfD. Auch andere eher migrationskritische Parteien wie zum Beispiel CDU und CSU, aber auch das BSW profitieren davon. Sind junge Menschen jetzt also rechter als früher? Fakt ist, die AfD holt zumindest einige junge Menschen ab. Ferdinand macht sich deshalb Sorgen und sagt, viele rutschen in die rechte Bubble ab. Wenn man einen validen Punkt hat, wie dass man sieht, hey, warum sind da so viele Messerattacken? Irgendwas ist da scheinbar. Dass man dann ganz schnell auf Videos kommt, die dann das Gleiche sagen wie du, dass das ein Problem ist, aber die dann dich langsam in eine immer rechtere Ecke konvertieren und dich langsam auch abhärten, dass du immer mehr rechten Themen ausgesetzt wirst, immer mehr mit vielen Falschinformationen gespickten Themen, die sich aber alle gut anhören. Und so wird man langsam in so eine immer weiter nach rechts getrieben. Okay, aber was man auch sagen muss, die Ergebnisse der EU-Wahl zeigen, die junge Altersgruppe hat in großem Maße ihre Stimme kleineren Parteien gegeben. Also den Parteien, die in den Umfragen unter Sonstige zusammengefasst werden. Zumindest da kann man keinen Rechtsruck von ableiten. Dafür spricht auch ein anderes Ergebnis der Trendstudie. 44% der Befragten haben Angst vor einem Erstarken von rechtsextremen Parteien, also annähernd jeder Zweite. 2023 waren es laut der Trendstudie noch 32%. Auch in unserer Community-Umfrage, die wir für dieses Video auf Instagram gestartet haben, meinten viele von euch, dass sie das Thema beschäftigt. Passend dazu die Proteste gegen Rechtsextremismus im Frühjahr. Die könnten mit dem Anstieg zusammenhängen. Genau in der Zeit wurden nämlich die Daten für die Trendstudie erhoben. Hunderttausende Menschen gingen auf die Straße, nachdem Korrektiv über ein Treffen von Rechtsextremisten in Potsdam im November 2023 berichtet hatte. Kern des Berichts von Korrektiv war ein Vortrag des bekannten österreichischen Rechtsextremisten Martin Sellner zum Thema Remigration. Die Demos danach waren riesig und eine der größten Protestwellen in der Geschichte der Bundesrepublik. Gut möglich, dass sich das auf die Datenerhebung ausgewirkt hat. Fazit, an der Trendstudie, aber auch an unseren Interviewpartnern sieht man, ja, irgendwie tut sich da was. Irgendwie sind echt einige junge Menschen nicht mehr so offen gegenüber Geflüchteten. Vor gar nicht allzu langer Zeit sind da noch viele mit Refugees Welcome Shirts rumgelaufen. Das ganze Thema hier ist für mich eher ein super gutes Beispiel dafür, dass in den Medien, aber auch in der Politik oft nicht richtig zugehört wird. Und wenn ich das sage, dann meine ich, es wird vor allem jungen Menschen nicht zugehört. Die Wahlergebnisse, aber auch die Ergebnisse der Trendstudie kann man so ein bisschen als einen Schrei nach Aufmerksamkeit interpretieren, aber auch als einen Warnschuss. Junge Menschen zeigen gerade, dass sie es leid sind, ignoriert und vertröstet zu werden. Und dass sie einfach krasse Angst um ihre Zukunft haben.
und das in dem Zusammenhang hauptsächlich in Bezug auf Geld und Wohlstand. Statt nun pauschal zu sagen, ja, junge Menschen werden halt migrations- und asylkritischer, wäre es doch viel wichtiger, auf die Sorgen einzugehen und Lösungen zu finden. Und man sieht ja auch an den Wahlergebnissen, junge Menschen sind gerade richtig lost, was Politik angeht. Wenn ihr mich fragt, ist es dann auch kein Wunder, dass die AfD in diesem Becken voll von verunsicherten jungen Menschen fischt. Wie seht ihr das? Geht ihr bei unserer Analyse mit? Oder habt ihr vielleicht noch andere Erklärungen, warum sich die Einstellung junger Menschen geändert haben könnte? Schreibt es mal in die Kommentare. Einer ist immer für euch da, unser Abo-Button. Direkt draufklicken und nichts mehr von uns verpassen. Hier geht es um den absurdesten Politiker im Bundestag und bei Atlas erfahrt ihr, wie die Jugend in Kenia via TikTok ihr Land umkrempeln möchte.